Das Hummeln bei dir immer ein bisschen dumm. Freunde, ihr seht jetzt die Outtakes von Hilfe, Hilfe. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, dann Daumen hoch, ihr wisst Bescheid. Okay, einmal wieder Ruhe. Filmst du schon? Nein. Ja, tue ich. Willst du nicht dieses Ding nehmen? Nein. Unnötig. Mit deiner stilleren Hand, oder? Nein. Ich glaube, du darfst auch nicht immer so ran und raus. Willst du einfach machen? Okay. Bitte Ruhe! B. Mann, du F***. Was? Lacht der F***. Okay. Hör mal auf. Hab ich. Warte, bitte komm. Ich hab den F***. Mensch! Ich könnte ausrasten. Hast du mal auf die Uhr geguckt? 10 Minuten zu spät schon wieder. Mein Freund, jetzt setz dich hin auf deinen Platz. Du bist so dumm, dass du Papa sagst. Sag, du bist halt ängstlich, ich bin leid. Du hast eine ganz normale Stimme. Okay. Aber guck mal. Stupid! Sag mal, bei dir hummelt's wohl. Bei dir hummelt's wohl, hab ich gesagt. Hummelt's bei dir. Das Hummeln bei dir immer ein bisschen dumm. Oh mein Gott. Aber warte, die Schock können wir direkt verwendet, sich verweint aus. Ja. Ich auch. Also, was soll ich schon machen, wenn die Bahn zu spät kommt? Tom! Egal. Was soll ich sagen? Verdammt, ich hab Durst. Hol mir mal ein Glas Wasser. 5 Minuten. Nee, 5 Minuten, was laber ich? 10 Sekunden hast du gesagt. Achso, stopp, zurück. Stimmt, keine Ahnung. Ich denke so, hoffentlich dreht sich auf mich so. Ist meine. Und ich hätte mal hier so ein bisschen Leon! Leon! Die Kamera. Die Kamera. Dein Bart ist auch gegangen. Ich weiß. Ich lache es mit dir ab, Alter. Ich einfach nur zu Gott mit dir. Ich hab dir doch gesagt, wie das geht! Mit Gefühl! Mein Freund! Ist gut, ist gut. Ist gut. Jetzt mach, ich bin Profi-Schauspieler. Dein Bart fällt auch schon ab, was fällt dir ein? Jetzt willst du nicht lachen dürfen, klar. Nee. An, fass mich einfach nur an. Oh. Hi. Okay. Ich dachte, da unten ist Kevin, aber es ist ja gar nicht Kevin. Ich dachte, der hat sich da hingehockt. Hä? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Oh, oh Gott. Okay. Scheiße, dass ich zu dir Klaus sage. Wenn ich dich hier sehe, dann knallt's. Dann gibt's einen auf den Arsch, du Fotze. Jawohl! Du Furz! Okay, du kannst kurz reinkommen und zugucken. Du kannst kurz reinkommen und zugucken, aber du musst jetzt nicht die ganze Zeit draußen bleiben. Schau. Ist mit Kevin so schwerer? Nein, nein. Filmst du? Ja. So, Lukas. Also, es freut mich. Nein. Das ist so ein Wort und der sagt immer. Ja, weil du das. Du das, Digga. Okay. Film weiter, ne? Ja, ich film die ganze Zeit. Oh, das ist so schlimm. Kurz hab ich jetzt nicht. Warum sehe ich ihn jetzt auf einmal normal dadurch, Wolle? Der hat auch gesagt, schon ganz rot. Die ist nicht gut, vielleicht. Echt rot? Nee, ist nicht gut. Okay. Ja, komm, hau was jetzt.
Also Lukas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich weiß nicht. Egal, irgendwann hat man sich ausgedacht. 2000 Jahre später. Also. Okay, warte, lass einfach auslachen. Ich hab nicht gelacht, Digga. Einer muss Ansage machen, also jetzt ernst. Ja, jetzt mal ernst jetzt. Ich hab keine Zeit mehr. Ich hab wirklich keine Zeit mehr. Ein, was machst du jetzt? Du räumst jetzt hier alles wieder gerade hin. Dieser Typ ist komplett ausgerastet. Ich hab's gefühlt, es war irgendeiner aus deinem. Oh mein Gott. Ich hab's neu, aber nochmal hier. Boah, was fällt es? Was ist denn das da? Oh, was ist denn das für ein wunderschöner Schrank? Ich so. Möchtest du begrüßen? Wunderbar und so. Guten Morgen, ich bin der Tom. Ich bin noch sexy aus, oder? Ich hab's dir so gesagt, oh, den hast du echt viel rein. Im Knack kommt der rein. Aber es war perfekt, Alter. Ich hab nicht aufgenommen, Leute. Ja, ich weiß. Du bist ein Arsch. Läufst du läufst an so einem Straßenschild vorbei, guckst du nach hinten, ich verstecke mich so dahinter. Das ist ja nur diese Säule und du siehst mich aber nicht, weil ich mich hinter der Säule verstecke. Alles klar. Das wäre die Idee, Mann, der steht nicht gut. Jetzt mal Schuhe anziehen, das ist das arschkeil langsam. So, jetzt kommt. Sieht so scheiße aus mit diesem Bart, Digga. Ist absolut geil. Den lass ich mir so wachsen, der ist echt. Toni, du hast keine Zeit mehr, ne? Ja, wir müssen halt mega parken. Ich muss da eben das ist eigentlich mal witzig, immer so nah an die Leute zu gehen. Das sieht eigentlich immer scheiße aus. Ich nicht, oder? Doch. Es läuft. Habt ihr gehört? Laut reden. Ja. Drei. Langsam laufen. Drei, zwei, eins. Wir müssen in 5 Minuten müssen wir schon da sein, Leon. Ach, fuck, Leon. Alter. Okay, Mo. So, also wenn ich mal groß bin, dann will ich auch Kinder haben. Müssen. Du willst Kinder haben? Ich weiß es nicht. Das wird so krass. Sag nochmal. Junge, wie du mich anguckst, Alter. Der ist richtig verrückt, oder? Es ist einfach eher in 30 Jahren. Ja, true. Deswegen ist es so feierlich. Okay. Geht doch nicht. Guckst du so? Du willst auch nochmal Kinder, Ich will auch mal Kinder haben hier mit dir. Ich muss lauter reden. Ja, lauter reden. Juhu! Okay, weiter laufen einfach nicht. Nein, hör mal auf damit! Dann halt mich doch nicht an der Hand. Quack, quack, quack! Doch, ist gut! Mach das nochmal! Da stimmt doch was nicht! Ich mach da dritt auf. Oh nein! Okay, dann mach es nicht von da an. Never mind. Okay, let's go. Ja, aber doch, aber ich, einfach wie ich ihm Hallo sage von da an. Ja, gut. Weil das, sieht, das muss man zeigen, weil die sieht so geil aus, wie er macht. Ja! Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, also, sie sollen, pass auf. Ich hab jetzt Wasser gefasst, bin gerade gesprungen. Es ist Geld. Mhm. Naja. Wo bleibt denn da ihr Ausraster gerade? Du musst schon was sagen. Achso, ich dachte, geht nein. Ich geh dann so in die Mitte zwischen euch beiden. Und du wunderst dich einfach nur, ich geh jetzt gleich raus, dann filmst du, dein Bart kriegt ab. Dann so, vorsichtig, okay. Jo Freunde, das waren die Outtakes. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welche Stelle ihr so am lustigsten fandet in dem echten Video, nicht in den Outtakes. Und Freunde, wirklich, wenn der Daumen nach oben ist, gibt es auf jeden Fall eine neue Folge für euch. In den nächsten 2 Wochen kommt auf jeden Fall eine. Bald kommt noch was ganz Neues. Es hat was mit Auf Streife vielleicht zu tun. Ich weiß es nicht. Wer kennt die Sendung? Ein paar von euch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend im Livestream. Tschüssi!